Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Update Let's Show. Und heute geht es eben nicht um die Schneegolems, sondern um die Eisengolems. Sie können einmal vorkommen in Dorf, also in NPC-Dörfern. Da können sie von den Bauern oder NPC-Spielern eben gebaut sein und die beschützen die dann auch. Also diese kann man eben, die kann man nicht steuern. Insgesamt kann man sie nicht steuern, diese Eisengolems. Nur wenn man sie selber baut, greifen sie einen selber nicht an, sondern greifen nur die Gegner an. Wenn aber einer von in so einem Dorf steht und ihr ihn nicht gecraftet habt, dann greift er euch durchaus auch an und dann solltet ihr wegrennen, weil die sind sehr, sehr stark und haben unendlich Leben fast. Also nicht unendlich, aber also es dauert Ewigkeiten. Und so baut man die eben, beziehungsweise ja, baut man die. Sie brauchen halt insgesamt sehr, sehr viel Eisen, weil so ein Eisenblock besteht aus 9 Barren, also es ist schon relativ viel, wobei man Eisen natürlich auch viel hat, aber trotzdem, ganz billig ist es nicht dafür, dass man sie eben nicht steuern kann. Und dann setzt man eben einen Kürbis drauf und tada, ein Eisengolem. Also ihr seht, ich kann ihn jetzt auch angreifen und er macht mir nichts. Und wenn jetzt hier zum Beispiel ein Skelett ist, das wird gleich mal hochgeschmissen und hat keine Chance. Genau das gleiche hier mit dem Zombie zum Beispiel. Also er braucht gerade mal 2 Schläge. Jetzt stirbt er natürlich auch wegen dem Feuer. Dorfbewohner oder so greift er nicht an. Und es kommt sogar vor, dass er Dorfbewohnern eine Rose schenkt. Aber jetzt zum Beispiel Skelette würden Dorfbewohner angreifen, wenn sie noch eine Chance dazu haben. Ja, davon kann man eben so viele machen, wie man will. Man kann sie nicht steuern. Sie laufen auch rum, wie sie wollen. So. Und ja, dann kann ich euch nochmal schnell zeigen, wie viel Leben die wirklich haben. Also, ich habe jetzt hier ein Diamantschwert und das ist ja wirklich nicht das Schlechteste. Und ihr seht, also jedes andere Viech wäre schon längst tot. Und ja, hier seht ihr, was rauskommt. Also ein paar Eisenbarren. Insgesamt, weiß ich nicht, 6, 7. Aber wirklich nicht so viele, wie ihr braucht. Ich glaube, ihr braucht 36. Wenn ich das jetzt schnell richtig gerechnet habe, ja, dürfte passen. Und eine Rose. Und diese Rose kann er eben auch weiter verschenken an Dorfbewohner. Jo, das war es eigentlich jetzt schon zu eben diesen Eisengolems. Ihr könnt davon eben ganz viele machen, solange euer Eisen reicht. Der einzige Nachteil ist eben, dass ihr sie nicht steuern könnt oder dass ihr sie folgen lassen könnt oder sonst irgendwas. Gut, dann danke fürs Zuschauen, bewertet, kommentiert und abonniert mich, wenn ihr wollt. Ich würde mich echt freuen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao!